Heute ist der Tag 11. Wenn ich jetzt da raufgehe auf den Marienkopf und dort nochmal fliegen, mein Fuß streckt schon ziemlich, also die Blasen, die haben sich massiv entzündet. Jetzt habe ich schon ein X-Badl Schuhe probiert, das ist gerade ein bisschen mühsam. Ich bin heute in der Früh wieder gestartet. Ich habe jetzt noch 160 Kilometer. Es war gestern ein bisschen frustrierend für mich, weil ein ideales Flugwetter gestern noch gewesen war. Heute Nacht ist eine Kaltfront durchgezogen. Es hat jetzt um 15 Grad weniger als wie gestern. Und jetzt steht einmal ein Fußmarsch bevor. I'll give glory where it lands. I'll lavish the abiding. Es ist jetzt gut vor 10 Uhr, habe 60 Kilometer in die Fiers. Meine Blasen spüre ich eigentlich fast nicht mehr, die sind schon ein bisschen taub. Ja, ich bin froh, dass der Tag um ist. Ich bin jetzt gerade am Weg nach Lermoos, habe jetzt noch 100 Kilometer circa. Das ist echt bitter, wenn man da auf sich schaut. Schaut eigentlich extrem nach Flugwetter aus, aber da oben geht einfach so ein fetzen Wind, dass nichts geht. Ein ganz interessantes Thema, das Live-Tracking, das was ich da habe auf der Tour, das was bereitgestellt wird von meiner Garmin Phoenix Uhr und auch für mich zum Kontrollieren, wie ich mich weiterentwickelt, wie mein Fortschritt ist, ist so relativ interessant. Nach 900 Kilometer Wegstrecken, der erste Stäblein und hab mich gefragt, ob er mich mitnehmen soll, ein Stück. Ja, bin jetzt da schon einen dritten Tag zu Fuß unterwegs. Hab jetzt ungefähr 160 Kilometer in die Fiese. 20 Kilometer vor mein Ziel. Ich will mich hier unbedingt fliegen. Und das Problem ist, ich brauche jetzt einen richtigen Hügel. Letzte Mal irgendwo in irgendwo auf meiner Tour. Wie auch für dich. Jetzt habe ich es ein bisschen traurig. Heute ist der 14. Tag meiner Alpendurchquerung. Ich habe jetzt nur genau einen Kilometer bis zum See. Habe extrem viel über mich selber wieder dazugelernt. Bin jetzt einfach nur froh, dass ich da bin. Endlich am Ziel. Bodensee, Bregenz. Die letzten Meter. Momentan bin ich gerade ein wenig. Kann nicht wirklich was sagen. Unbeschreiblich.